Was passiert jetzt? Ja, was ist das, eine Flugrolle? Was? Du hast es geschafft! Alles klar, Mann, das war crazy! Dein Handy hast du schon wieder verloren. Unglaublich! Digga, das war heftig! Digga, du bist so alt wie alle zusammen und hast einfach gerockt. Ey, weißt du noch, als Heiko meinte, du darfst nicht mehr auf die Roller tun, du musst unbedingt operiert werden wegen deines Bandscheibenvorfalls, dem hast du es gezeigt. Was hast du mit der Schulter? Gebrochen. Du hast dir die Schulter gebrochen? Bitte sag uns, dass du uns verarscht. Komm einmal hoch. Du hast dir Schlüsselbein gebrochen. Echt jetzt, wa? Ja, Schulter. Die Schulter hoch, gebrochen? Komm mal hoch. Bitte sag, dass du uns prankst. Scheiße. Du hast dir die Schulter gebrochen? Fühl. Max, ich hab's Gefühl, hast du da die Klopapierrolle so reingelegt? Du hast dir das reingelegt da, das ist verarsche. Auf die Schulter. Ich bin nicht sauber abgerollt. Ich glaub das nicht. Wieso Mickey, fahren die nicht? Da kommt noch einer. Da kommen direkt zwei. Bring unsere Idee nach vorne. Mach ich. Der ist ein Großeinsatz ausgelöst, Max. Was ist passiert? Mein Name ist Radin, ich habe eine Judo-Rolle gemacht. Mhm. Ich habe das mal gelernt, aber anscheinend ging es nicht mehr so gut. Ich bin über 4 Mann drüber, wollte eine Judo-Rolle machen, war aber nicht sehr sauber mit der Schulter im Boden. Hatte ich das Gefühl, dass die Schulter hier rauskommt, ist jetzt wieder deutlich flacher. Es ist so ein bisschen, bitzelt so ein bisschen. Ich kann das auch alles hier bewegen. Vielleicht ist sie jetzt auch schon wieder reingesprungen. Es wäre natürlich ein Traum, wenn sie sagen, die Schulter ist draußen, ich mache sie kurz rein und ist alles wieder gut.